Auch bei diesem Granny muss ich am Anfang wieder ein bisschen mit der Zeit schummeln. Du beginnst mit einem Fadenring mit 8 festen Maschen. Fadenring zusammenziehen und eine Kettmasche in die erste feste Masche. Die nächste Runde beginnst du mit einer Wendeluftmasche und du häkelst in jede feste Masche nun 2 feste Maschen. Du solltest also dann 16 feste Maschen am Ende der Runde haben. So, ich stelle es wieder schnell. Und du beendest die Runde mit einer Kettmasche in die erste feste Masche. Ich wechsle die Farbe. Lasse aber den grünen Faden hängen. Ich ziehe die Schlaufe ganz lang, also diese Masche ganz lang, weil wir den später noch verwenden wollen. Also Faden ganz lang ziehen, die Schlaufe. Und ich beginne einfach daneben in einer festen Masche mit einer Kettmasche. Und du häkelst 7 Luftmaschen. Ich habe es da zuerst mit 5 probiert, das ist aber zu wenig. 5 ist zu wenig, also noch 2 dazu. Also immer 7 Luftmaschen und in die nächste Masche eine Kettmasche. 7 Luftmaschen, in die nächste Masche eine Kettmasche. Also ganz einfach. Über die ganze Runde wiederholen. Nachdem du diese Farbe dann nicht mehr brauchst, die benötigen wir nicht mehr, beendest du das Ganze dann mit einer Kettmasche und schneidest den Faden ab. Sie macht noch eine Luftmasche. Faden wird abgeschnitten, wird nicht mehr benötigt. Weiter geht's wieder mit dem grünen Garn. Da kannst du den Faden rausziehen bei dem Rosa. Mit dem grünen Garn geht es weiter. Ich nehme diese Masche wieder auf, die ich so lang gezogen habe. Und nun häkelst du auf der Rückseite in jede grüne feste Masche eine feste Masche. Also dort, wo du jeweils die Kettmasche gehäkelt hast, häkelst du jetzt noch eine feste Masche auf der Rückseite dazu. Einfach in jede Masche. Neben der rosa Masche noch eine grüne feste Masche dazu. Ebenfalls über die ganze Runde wiederholen. Es sieht nur ein bisschen knifflig aus, es ist aber ganz einfach zu häkeln. So, und du beendest diese Runde ebenfalls mit einer Kettmasche in die erste feste Masche, die du gehäkelt hast. So, auch jetzt lassen wir den Faden wieder hängen. Du ziehst die Masche ganz lang, es geht mit einer anderen Farbe weiter. Wir brauchen die grüne Farbe dann aber noch einmal. So, und nun häkelst du in jede feste Masche 10 Luftmaschen. Und in die übernächste feste Masche eine Kettmasche. Also ich habe es da zuerst mit einer festen Masche probiert, das ist aber nicht gescheit. Kettmasche ist besser. Also immer 10 Luftmaschen, eine feste Masche überspringen, eine Kettmasche, 10 Luftmaschen und so weiter, ganze Runde. Du schließt die Runde mit einer Kettmasche in die erste Kettmasche und beginnst gleich mit der nächsten Runde in den Bogen 10 feste Maschen häkeln, damit dieser Bogen ein bisschen stabiler wird. Häkelst du nun in jeden Bogen 10 feste Maschen.
die Kerbe, also in die Kettmasche der vorigen Runde, wieder eine Kettmasche, dann eine Luftmasche und in den nächsten Bogen wieder 10 feste Maschen. Auch das wiederholst du bis zum Ende der Runde. So, wir brauchen auch diese Farbe nicht mehr. Daher schneide ich sie ab und es geht weiter wieder mit dem grünen Faden. So, nun müssen wir so einen stabilen Rahmen bauen. Vor allem soll es ja dann eckig werden. Und jetzt haben wir, wenn du das zählst, sollten etwa 20 feste Maschen in Grün vorhanden sein, wobei man zwischen jedem roten Bogen eine grüne feste Masche ist. Wir beginnen mit 3 Wendeluftmaschen in so einer festen Masche und häkeln in die nächste Masche, die zwischen so einem roten Bogen liegt, 3 ganze Stäbchen. Also wir stechen hinten ein in die feste Masche, die zwischen dem Bogen liegt und häkeln 3 ganze Stäbchen hinein. Auch in die nächste feste Masche im nächsten Bogen, also die zwischen dem nächsten Bogen liegt, wieder 3 ganze Stäbchen. So, und dann kommt schon eine Ecke, 5 Luftmaschen für die Ecke. Und in die nächste feste Masche in dem roten Bogen wieder 3 Stäbchen. So, und so häkelst du das weiter. Also jetzt kommen wieder zwei Gruppen. 3 Stäbchen und dann wieder eine Ecke. Also immer 2 Gruppen, 3 Stäbchen und dann eine Ecke. So, nun die Ecke aus 5 Luftmaschen. Und das wiederholst du bis zum Ende der Runde. Du siehst dann schon auf der Rückseite, dass sich eben so ein Viereck bildet und du beendest die Runde mit 5 Luftmaschen, also mit einer Ecke und einer Kettmasche in die oberste Wendeluftmasche. So, nun hast du einen stabilen Unterbau für dein Granny Square und jetzt setzen wir ganz einfach fort, so wie du es schon vielfach gemacht hast. 3 Wendeluftmaschen, in jedes Stäbchen ein Stäbchen, ich stelle es jetzt schneller, denn das kennst du ja schon, in jedes Stäbchen ein Stäbchen und in die Ecken einfach jeweils 3 Stäbchen, 3 Luftmaschen, 3 Stäbchen. So, das ist die ganze Zauberei. Also in die Ecke 3 Stäbchen, 3 Luftmaschen, 3 Stäbchen und sonst in jedes Stäbchen ein Stäbchen. Und das wiederholst du nun so viele Runden, wie du benötigst, um auf die richtige Größe zu kommen. Du kannst natürlich dann auch noch Farbe wechseln. Also der Rest ist wieder ganz einfach. So, ich habe da noch einen anderen Grünton hinzugefügt. Und das Granny Square schließlich noch ein bisschen größer gemacht. So, das Ganze soll einer Nelke ähnlich sehen. Viel Spaß damit!